Willkommen zu den Mageco Video Tutorials. In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie sich im lokalen Netzwerk über Ihren Windows PC mit Ihrem Mageco verbinden können. Zuerst melde ich mich auf der Mageco Webseite an und lade den Mageco Viewer unter dem Reiter Software Update und Downloads runter. Nach dem Download können wir den Mageco Viewer installieren. Automatisch wird eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellt. Damit wir uns mit dem Mageco verbinden können, aktivieren wir direkt am Mageco den Viewer Service unter den Netzwerkeinstellungen. Hierzu ist es notwendig, dass wir uns als Konfigurator anmelden. Anschließend gelangen wir über die Einstellungen in das Netzwerkmenü. Hier können wir die IP-Adresse des Magecos ablesen, mit welcher wir uns danach verbinden. Im Menü Dienste aktivieren wir zudem den Mageco Viewer. Auf dem PC öffnen wir die Eigenschaften des Mageco Viewers, indem wir auf die Verknüpfung rechtsklicken und die Eigenschaften öffnen. Im Feld Ziel springen wir bis zum Punkt Gecko. Nach dem Doppelpunkt geben wir die IP-Adresse des Magecos ein und bestätigen die Änderung. Der PC und der Mageco müssen sich im selben lokalen Netzwerk befinden. Sollte kein Router im Netzwerk vorhanden sein, so können die IP-Adressen auch manuell angepasst werden. Nun können wir den Mageco Viewer starten und sind mit unserem Mageco verbunden. Besitzen Sie mehrere Mageco-Geräte, können Sie verschiedene Kopien des Mageco Viewers erstellen und jeweils die entsprechende IP-Adresse anpassen und die Verknüpfungen umbenennen.